Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Borstenmaul. Viel Spaß dabei. So, meine lieben Freunde, jetzt geht es los. Ja, hallo und einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Darf euch wieder recht herzlich begrüßen zu einer neuen Folge von Regen of Kings. Ja, und wir machen heute einfach mal mit unserem Anbau weiter. Verbraten mal das Material, was uns zur Verfügung steht. Ja, und dann wollen wir mal weitersehen. Oh, hier haben wir weiter nichts drin. Wollen wir noch mal kurz schauen. Ich glaube, das Material, ja, das habe ich schon so weit drin. Genau. Hier haben wir weiter auch nichts mehr drin. Das ist gut. Wunderbar. Oh, da ist auch ein bisschen Flachs. Das holen wir uns mal eben noch. Ja, letztes Mal haben wir geerntet und unsere Apfelbäume tragen schon wieder. Also mit Äpfeln können wir uns hier bald totschmeißen. Wenn dann jemand da wäre, wäre zum Totschmeißen. Der Wolf lässt sie aber nicht totschmeißen mit Äpfel. Na, ist er denn da? Da oben ist er. Ja, dann gibt's jetzt unseren täglich Wolf gibt uns heute. Gleich am Anfang der Folge. Da kommt da schon. Jetzt muss ich tatsächlich noch hinterher rennen. Ja, dann habe ich es auch nicht so weit nach Hause. Prima. Haben wir denn? Miet, Feng, Blatt. Leder. Ja, wunderbar. Na, ich denke, hier hinten müssen wir noch einen Lieferanteneingang oder sowas machen. Und woraus wollen wir den denn machen? Haben wir eine Treppe oder sowas drin? Jo, haben wir ja sogar. Wir haben ja sogar eine Treppe. Nummer 5. Ein bisschen drehen. Und wenn wir die hinten raus machen oder so, müssen wir dann sehen. Wollte mal eben noch Nummer 7 erst.
fehlen uns dann zwar für oben erst noch ein paar Blocks, aber da ist ja dran zu kommen. Die andere Seite muss ich mir dann mal noch mal durch den Kopf gehen lassen. Oh, das war jetzt nicht so gut. Ja, das sehen wir gleich von oben. Oh, ihr wisst, was ich meine. Das hier. Bis zu welchem Bereich machen wir das denn wohl? So. Haben wir schon ganz schön was verbraten wieder. Ja, aber ich glaube, so kann man es einigermaßen akzeptieren. So ganz glücklich bin ich noch nicht. Notfalls müssen wir die ganze Front austauschen. Naja, wollen wir mal gucken. Na. So. So, da hatten wir gesagt, hier wollten wir mal eine kleine Treppe aufmachen. Oh, Nummer 5. So, dann müssen wir hier noch ein Fußbodenteil reinmachen. Wieder. Da haben wir gerade aus Versehen eins rausgenommen. So, machen wir auch die Nummer rein damit. Gut. Ja, mit unseren 49 Steinen kommen wir jetzt natürlich nicht sehr viel weiter. Nummer 7. So.
1, 2, 3, 4. Die Decke hätte ich gerne da, ab da. Dann machen wir aber anderes Material. Dann machen wir erstmal. Ja, machen wir es jetzt doppelstöckig. Was haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Da brauchen wir knapp 100 von. Wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe für die Decke. Und austauschen kann man immer noch. Vielleicht reichen die da oben. 1, 2, 3, 4. Und ein höher die Decke, genau. Ach, diese Dunkelheit. So, da setzen wir da erstmal nochmal Nummer 7 einen Stein hin. Halt. So, jetzt. Das ist die Decke. Ja, ich weiß, dass ich nicht. Stehe ich mir wieder selber im Weg rum? Wie viel haben wir noch? 29. Ja, das wird hinten und vorne nicht reichen. So. Gut, dann machen wir jetzt mit der Nummer 6 weiter. So. Schwuppdiwupp, schwuppdiwupp. Schwuppdiwupp, schwuppdiwupp. So, den nehmen wir da wieder weg. Von wegen der Optik. Genau.
Aber 1, 2, 3, 4, genau. So, dann nehmen wir mal kurz den Stein noch weg. Gehen dann wieder auf die Nummer 7. So. Genau. Und dann machen wir erstmal kurz zu hier. Dann haben wir schon mal eine Decke drin. Und alles andere sehen wir dann, wenn es soweit ist. Die Nummer 6. Ja. Wenn es dann irgendwie passt, könnte man ja natürlich jetzt schon wieder hier oben irgendwie einen Zugang in den Turm machen. Oder hier natürlich auch direkt in den Turm rein. Über diese Etage in den Turm rein. Da haben wir dann 1, 2, 3, 4. Das habe ich mir gedacht. 1. Wie sieht es denn dahinter aus? Ja. Blöd, Mann. Das muss man sich überlegen. So. Es wird hell, liebe Freunde. Und schon wieder 20 Minuten rum. Ich sag das nur immer wieder. Das hängt einfach mit meiner Spielfreude zusammen. Man möchte einfach dranbleiben eigentlich am Spiel. Man muss aber immer wieder bedenken, dass es also bei mir nicht länger als eine Stunde werden soll. Weil ich habe euch, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon mal so richtig gesagt habe. Wie gesagt, ich habe die Erfahrung gemacht im Moment, dass maximal 10 Minuten, Viertelstunde geguckt wird und der Rest wird ja einmal nur durchgezappt. Und ich verstehe das natürlich auch, weil es hat kaum einer Zeit, die eine Stunde lang und das bei mehreren YouTubern am Tag, sich die Folgen anzugucken. Da habe ich natürlich volles Verständnis für. Aber deswegen rücke ich jetzt nicht von meiner Spielweise ab und ich bleibe jetzt einfach mal
bei einer halben Stunde bis Stunde pro Folge, je nachdem, was gerade so anliegt. Das müsste auch komplett einmal getauscht werden. Auch einmal in Stein machen. Das heißt also, wir brauchen alles mögliche an Material für Stein. Für unsere Blöcke. So. So, wenn das nach hinten raus noch erweitert werden soll, zur Seite hin, könnte man natürlich auch noch. So, da fehlen noch 4 Stück, das ist jetzt nicht das Problem. Die kann ich ja da rausnehmen. Gut, da kommt eine Tür rein. Da haben wir eine schöne Treppe. So, das nützt uns jetzt Alex nicht. Jetzt haben wir Kohle drin. Ja. Mein Wasser im See holen, im Teich da oben holen, geht natürlich auch. Eben die Äpfel ernten. Gut. So, das kriegen wir nicht mehr unter. Ist gut. Ach so, ja, gut. Dann machen wir das anders. Dann einfach so unterm Boden. Da schon mal so viel Wasser wie möglich holen. Kohle haben wir genug. Prima. Stein haben wir natürlich zu wenig. So, dann werden wir uns jetzt mal noch eine schöne Tür herstellen. Was fehlt uns denn hier? Holz. Wir leben ja im Wald. Also ist Holz das geringste Problem. So.
Ich habe auch schon wieder viel zu viel Blödsinn eingesammelt. Diese ganzen Sträucher, die Beeren, die hätte ich einfach mal liegen lassen sollen. So, bisschen noch. Ich habe mir übrigens für mein Mikrofon jetzt ein Tischstativ günstig besorgt, wo ich sehr zufrieden mit bin, weil das mit diesen Galgen, das war zwar auch ganz nett und sowas, aber irgendwie war das immer im Weg. Und da habe ich mir jetzt gesagt, da besorgst du dir mal ein schönes Tischstativ. Und das habe ich auch nicht bereut. Also bedeutend besser damit. Komme auch jetzt besser mit der Tastatur klar. Mein Monitor ist auch nicht so abgedeckt. So, dann wollen wir erstmal kurz das Essen. Wir haben genug Äpfel. Nummer 6. Was haben die denn für Nährwert? Oh, die sind auch nicht schlecht, die Äpfel. So, hoffentlich war das Obst auch reif. Gut, Nummer 2. Ja, mit diesem bisschen Stein, da werden wir nicht klarkommen. Ich werde zu den Felsen müssen. Jo, die Elche, beziehungsweise der Elch und der Hirsch, die haben von mir auch nichts zu befürchten im Moment. Wir haben im Moment mehr als genug Essen.
was wollte ich noch erzählen? Ja, damit meine Freizeit nicht zu kurz kommt und ich nicht nur vorm Computer sitze und zocke, werden demnächst von mir auch ein paar, wie sagt man, Vlogs von mir kommen. Wenn ich draußen mal spazieren gehe. Aber ich gehe meistens draußen spazieren, nicht im Haus. Falls da einer wieder spitzfindig wird. Also, ich sammle schon gar kein Holz mehr ein. Na gut, den machen wir eben noch klein hier. Bringt zwar nichts. Gut. Da werde ich dann mal so ein bisschen die Umgebung zeigen, wo ich wohne, wie ich wohne. Allerdings mache ich noch kein, wie sagt man, Vlog über mein Arbeitszimmer bzw. hier Büro, Hobbyraum, weil da sagte ich ja schon, das sieht noch fürchterlich aus. Aber damit ihr auch mal seht, damit die, dass ich nicht nur vorm Computer hänge. Was machen wir denn da rein? Das ist Iron Door, Steel Door. Das normale Holztür. Ach, eine Eisentür reicht hier. Auch machen wir eine Stahltür. Ich habe gerade nur Stahl hier bei mir drin. So, gut. Dann werde ich euch mal so ein bisschen was aus meiner Umgebung zeigen. Dafür ist es dann nur wichtig, dass ich dann auch endlich mal die Sachen bekomme, die ich da bestellt habe aus Chinesien. Und da bin ich mal gespannt, wie das dann alles so wird. Also ich freue mich schon drauf. So viel Blödsinn hier drin. Ach so, Fett. Das Fett können wir doch da reinpacken, genau. Holz haben wir noch ein bisschen drin, dann können wir das Fleisch da reinpacken. Wie gesagt, ich habe ja angekündigt, es wird also einiges von mir kommen. Und da habe ich auch richtig Lust drauf. Wie gesagt, ich brauche nun mal auch Abwechslung bei dem, was ich tue. So, Cobblestone-Block. Ja. Dazu habe ich eigentlich auch noch was vor. So, jetzt warte ich mal eben hier unten. Da so ein bisschen was reinpacken. So. Ja, ich merke das schon, ich bin heute wieder so eine richtig helle Kappe.
haben wir denn jetzt gemacht? 36 Minuten. Ja gut, dann lassen wir das einfach noch hier drin. Bei mir sind gerade schon wieder im Kopf einige Pläne gereift. So. Ich habe schon wieder jede Menge Ideen. So. So. Ja, das wäre natürlich eine Möglichkeit. Weiß dann nur noch nicht, ob ich das dann unter Boston Malls andere Seiten und Seiten laufen lasse oder ob ich da noch mal eine Spezialsache mitmache, aber das werden wir dann sehen. Möbel. Ja, Möbel brauchen wir jetzt noch nicht. Nein. Genau. Ich hoffe, dass dann die Geräte, die ich mir dafür besorgt habe, soweit funktionieren. Für diese Vlog-Sachen, Außenaufnahmen mit dem Spazierengehen. Na, das gehe ich jetzt auch noch nicht hier rein. Warum schleppe ich denn schon wieder? Ja, das ist viel Organisation hier. Man muss also doch so einiges durchorganisieren hier, damit man mal irgendwie vernünftig in die Puschen kommt hier. Ja, ihr wisst ja, wer keine Ausreden mehr hat, wird erschossen, ne? So. Gut. Wie schon ein Superheld. So, raus damit. Craften. Das wird gut. Dann können wir das Öl erstmal wieder hier reinstecken. Nein,
will schon wieder zu viel auf einmal. So. Mal eben die Äpfel verstauen. Damit ich ein bisschen Platz habe. Das können wir rausnehmen. Die königliche Badewanne haben wir natürlich auch noch. Das nehmen wir da raus. Das packen wir da rein. So, hier haben wir auch noch Leder drin, das brauchen wir noch da. So. Eisen brauchen wir dann demnächst auch wieder reichlich. So. Inventar. Ja, guckt, die Tür hat der Blödmann doch noch gar nicht rausgeholt. Wir brauchen doch noch die Tür. So. Die hatte ich nämlich letztes Mal nicht rausgeholt. Und ich hatte doch gesucht gehabt. Mann. Sind das unterschiedliche Lockramps? Lockstairs. Ach, das ist eine Rampe. Habe ich denn dafür Mist gemacht? Steine, ja. Kohle, Wasser, Steine. So, fertig. Noch Eisen. Habe ich denn kein Eisen mehr? So. So, das Öl da rein.
So. Das da rein. Das da rein. Das Leder da rein. So. Die Tür da raus. So. Das kann normalerweise auch weg. Meinen Zugang zum Dach. Brauchen wir eigentlich auch nicht. 24, die Nummer 5. So, ist schnell wieder gebaut. Jo. Dann sieht das auch wieder ordentlicher aus. So. Dann brauchen wir die Nummer 7, die Tür. Nö, gefällt mir nicht. Nach außen ist scheiße. So, Nummer 7. Taren. Ja, so können wir es machen. So, das ist klar, der Turm. Das wird anders gemacht. So, wenn ich jetzt ein Cheater wäre, dann würde ich mir jetzt das ganze Material, was uns jetzt hier fehlt, erschießen. Aber nee, wir werden jetzt in der nächsten Folge nochmal Stein holen. Werden wir also ordentlich Felsen kloppen, dann werden wir noch Lehm holen. Wir kommen sonst nicht voran. So, aber rohbaumäßig hätte ich noch was geplant. So, jetzt wollen wir mal eben kurz gucken. Ich brauche jetzt noch mal einen Block zum Zählen. 5. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 8, 9, war das alles? 1, 2, 3, 4, den weg.
Da haben wir jetzt 6 Stück von. Die brauchen wir jetzt nicht. Auf Nummer 6. So. Na, das probieren wir jetzt noch. Da will ich mal was testen. So. Bam, 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 bam. So, und zwar war der Kamin ja da leer. Der Ofen. Den werden wir uns mal einpfeifen. Dann habe ich doch irgendwo Dirt, Heu. So viel brauchen wir zwar nicht. So. Hoffentlich kann ich nah genug ranbauen. Weil so eine Küche, hab mir gerade mal überlegt, das könnte hier die Küche werden. So. Inventar. Nummer 7. Ja, das habe ich mir fast gedenkt. So, jetzt haben wir natürlich das, was ich befürchte. Ui, Leute.
Ja, rein theoretisch ja, aber man kann es nicht so ganz zubauen. Ah, Moment. Ja, vielleicht haben wir doch eine Möglichkeit. Vielleicht haben wir doch eine Möglichkeit. Bom, bom, bom. Ich habe schon wieder keine Lust, Feierabend zu machen, Leute. Es ist schon wieder gleich eine Stunde voll. So, das ist gut. Aber wie viele von denen haben wir denn jetzt? Fünf. Blöd, Mann. Nummer 7. So, jetzt. Ja, und da verließen sie ihn. Oh je. So. Jo, dann kommt doch hier einfach noch der Kamin hoch. Sagen wir mal so.
gucken, wie viel Reihen ich da gemacht habe beim anderen. Aber ich glaube, da habe ich 2 hoch. Und erzählen gleich eben. Eins, zwei, ja, eins, zwei und dann die Schräge, ne? Nochmal im Zählen. Eins, zwei, und dann die Schräge. Genau. Genau. Auf jeden Fall. 3 Blöcke, ne? 1, 2, 3, ja. Ja, mal gucken. Dann in der Mitte. Genau. Und hier Inventar, wo haben wir denn die Schrägen? Die habe ich jetzt nicht eingepackt. Natürlich nicht. Na gut, die können wir da hinterher hinsetzen. So, der muss nachher wieder weg. Der muss nachher wieder weg. Genau. Ja, und wie hoch müssen wir dann mal gucken? Ach so, das ist jetzt. Ja, ist klar. Das ist klar. Ja, das ist meine Hecke natürlich hier im Weg. Die werde ich jetzt mal so ein bisschen stutzen. Genau. Ja, mir fehlt natürlich jetzt hier so ein bisschen
der Kontrast. Ah ja, gut. Du bist doof. Ja, da muss ich mal schauen. Wie wir das kontrastmäßig besser hinkriegen, das gefällt mir noch nicht ganz so gut. Aufpassen, dass mir der Wolf nicht in den Rücken fällt. Ja, gut, aber der Ofen ist schon mal verpackt. Vielleicht bauen wir bis hierhin aus. Müssen wir mal sehen. Das muss ich mir mal anschauen. Jo, wie sagt man so schön? Von vorne. Hui, von hinten, pfui. Ja, gut. Aber das ist schon mal schön. Das gefällt mir. So, es reicht. Meine lieben Freunde, ich darf mich recht herzlich von euch verabschieden. Ich sage tschüss, macht's gut. Habt viel Spaß mit allem, was ihr tut, vor allen Dingen, wenn ihr Gutes tut. Und ich gehe davon aus, ihr tut nur Gutes. Und ich sage einmal tschüss.